Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Captain Toad, Treasure Tracker. In der letzten Episode haben wir ein paar weitere Levels abgeschlossen. Jetzt sieht's momentan so aus, das heißt... Patschink! Nein, soweit. Das heißt, wir machen jetzt einfach damit weiter. Und zwar bei Picondore hinter Gittern, wo wir einen geheimen Goldpitz einsammeln müssen. Das ist, glaube ich, der eingepflanzt ist. Mal gucken. Wenn wir es nicht direkt schaffen, dann guck ich mal. Sonst, ja. Warte mal, da hinten. Das sieht irgendwie versteckt aus. Ist da was? Geht da irgendwas? Ich kann die ja festhalten. Das Geld. Schön. Kamera drehen. Ich will mich jetzt schon ein bisschen umsehen. Vielleicht... ist es ja im Hamsterrad drin. Ist ja auch eine Möglichkeit. Oder... Sonst eine Möglichkeit, dass er da ist. Hier am Ende. Naja. Wir werden sehen. Hoffentlich. Ich erinnere irgendwie... Oh, guckt mal. Ich kann wieder was zeichnen. Juhu. Schön. Es wäre aber auch ein bisschen lame, wenn er direkt hier wäre. Gehen. Jetzt hat man Stillvogel. Warum ist da Platz? Ist hier was? Nö. Ich will einfach... Kann sein, dass... Autsch. Dass hier irgendwas ist. Ja, komm. Uhu. So, da oben war schon mal nichts. Ist doch ein Pilz, oder? Geld? Nein. Pilz. Okay. Ja, ist ja schon gut. Ach ja. Wisst ihr, wie schrecklich es ist, langweilige Vorlesungstypen zu haben? Grauenhaft. Ist ja richtig horribly grauenhaft. Weiß ich echt nichts? Also? Tatsache. Ein Goldpilz hier. Wo würde ich mich verstecken? Das ist jetzt die große Frage. Die Frage aller Fragen. Vielleicht jetzt drin irgendwo? Obwohl, das ist Glas. Dann sollte ich hier ein Geheimpilz sein. Okay. Stimmt, ich muss auf den Schalter. Beziehungsweise den Schalter hochziehen. Dann bin ich hier oben mit den Vögeln. Da ist ja eigentlich, glaube ich, sogar nur der Edelstein drin. Ist das lange her, seit das Level gespielt? Wohohoho, das war fast schon gespielt wurde. Tja, was machen wir da, Den mal festhalten. Und hier gucken. Hier nicht irgendwo. Ja, das ist einfach der Edelstein, ja. Und ansonsten nichts. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. Und ansonsten gucke ich einfach in der Aufnahme, ob ich da irgendetwas erkennen könnte. Autsch! Oh, verdammt! Da ist ja der. Oh nein, nein, nein. Der Typ. Mal da in die Richtung, bitte. Was sind wir drin? Wisst ihr echt nichts? Wohl, warte. Da ist er ja. Haben wir ihn. So. Schön alles abgesucht. Ja, ja. Das Geld, natürlich. Jeder würde sofort zum Geld laufen und dann nicht auf der anderen Seite nochmal nachgucken, da was ist. Na gut, haben wir das jetzt auch geschafft. Das war gar nicht mal so schwer. Oh, ich muss mich einfach wieder ins Spiel eindenken. Jetzt fehlt. Ah, hier haben wir alles schön komplettiert. Da bin ich hier richtig schön. Freue mich drüber. Genau, jetzt sind wir in der Giftkammer. Wartet mal. Ich habe irgendwie ein Flashback. Wollten wir das nicht letztes Mal machen?
Na gut, habe ich eins zurück nochmal gemacht. Okay, ist okay. So, also mit 4 Toadettes müssen wir das Level beenden und am besten noch den Edelstein da mitnehmen. So. Boinks. Das heißt, wir müssen alle von diesem Teil mitnehmen. Und immer schön vorsichtig sein. So, jetzt frage ich mich aber. Da ist noch eins. Dann sind wir 3 Toadettes. Ich brauche 3 Toadettes, um an den Edelstein ranzukommen. Ich frage mich aber, wo noch eine Beere ist. Am liebsten würde ich jetzt wirklich nochmal zurück. Da darf den Schalter fahren. Und da durch. Dann schieße ich mich hier hin und hier könnte. Ein Bärchen erscheinen? Ne? Nee. Zack. Oh, Donner im Hintergrund. Schön. Und zack. So, jetzt kann ich schon mal hinfahren. Nee, wartet. Dumm. Nö, nö, wir müssen da durch, ne? So. Oh, zack. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Fuzzies hier aufpassen. Die kann ich nicht bremsen, oder? Nö, die denken sich, oh, das kitzelt. Haha. Da ist noch eine Beere. So, sind wir 3. Rüberschießen. Muss ich hier aber vorsichtig sein. Ne? Nein, 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 nein! Oh, verdammt. Ich könnte aber versuchen, wenigstens den Edelstein jetzt zu holen. Nein! Holy shit. Knappe Kiste. Das ist auch so eine Sache. Die ist richtig... Richtig... Ja! Ja, nö. Nö, nö. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Das heißt, wenn 4 Toadettes beenden und dann gleichzeitig noch ist mein Mikrofon überhaupt an. Ja, und es nimmt auch auf. Okay, gut, dass ich das jetzt teste. Hust, hust. Naja. Sonst kann man ja immer noch nachkommentieren. Ist zwar doof, aber ja. Falls es mal einen Notfall gibt. Das war jetzt wissen wenigstens, wo die Bienen sind. So. Die Fuzzies. Oh Gott. Die gingen mir schon in Paper Mario auf die Nerven. Obwohl, da waren sie ja eher die klitzekleinen Gegner, die nicht viel drauf haben. Und zurück. Und hier? Hier ist es richtig fies. Hier nerven sie halt. Das Dumme ist, die extra Toadettes, die haben ja keinen. Wie soll ich den jetzt aufstellen, dass ihr da nicht runter fällt? Ich habe hier nirgends eine Wand, wo ich euch hinstellen kann. Ich steige einfach ganz nach vorne. Und dann habe ich 4. Dann fahren wir einfach gleich zurück. So, okay. Jetzt haben wir 4 Toadettes. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die. Ah, also jetzt steht ihr natürlich richtig doof. Ich hätte noch gucken müssen, wie schnell das fährt hier. Dieses Gefährt. Jetzt. Okay. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schwer bisher. Jetzt müssen wir noch ans Ende kommen. Und das ist eine andere Sache, meine Lieben. Das ist eine andere Sache. Fährst du wieder runter? So. Okay, da müssen wir rein. Nom nom. Dann landen wir in der Mitte. Und dann können wir durchrennen. Ah, nein, nein. Hat das noch gezählt? Das ist nämlich richtig knapp. Bitte, bitte, komm. Bitte, 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 bitte. 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 Oh yeah, holy shit, was knapp. Puh, no risk, no fun, wa? Oh ja, die richtig harten Geschütze tun wir jetzt auspacken. Oh, Münzfest.
Ich finde es schade, dass man hier nur mit Toad das Münzfest machen kann. Wäre cool, wenn man echt abwechselnd einmal mit Toad dead und einmal mit Toad wieder machen würde. Ich mache wieder das hier, weil das hier ist viel rentabler. Wir holen uns ganz viel Geld. Oh yeah. Da kommt schon. 3 Leben. Sehr gut. Warte, das ist super. Den Rekord brechen wir jetzt ja nicht auf. Wir haben schon 52 Leben, Leute, ne? Ah, hier ist noch dein geheimer Goldpilz. Ja, da ist Story. Goldpilz, Story. Story. Und. Was ist hier? Alle Schlammschlo. Oh Gott. Okay. Das. Ich hab jetzt. Die könnte lustig werden. Weil hier müssen wir jetzt mit dem Typen da oben arbeiten. Dort mit den. Mit den. Fliegenden Typis. Ihr seht die. Kann ich dich eigentlich stoppen? Nicht sehr gut. Okay, wo komme ich? Ach, ich komme da oben. Das könnte lustig werden. Warte. Ah! Boom, besiegt die, komm. Bam, zerstört. Ja, komm. Boom. Wie er sie einfach alle vernichtet hat. Ah! Mich gleich auch fast. Ah! Keine Ahnung, ob ich noch weiter mit dem Typen hier rumlaufen soll. Ist eigentlich ein bisschen gefährlich. Ah! Hilfe! Ja! Lass mich der Vogel jetzt sicher. Jetzt hat er mich erwischt. Na komm. Nee, mach ihn platt. Sehr gut. So, keine Ahnung, ob das so klug war, den Typen jetzt mitzunehmen. Ist auch irgendwie ein Schlammschlurfer. Ja, da sind noch 2. Komm, mach sie platt. Mach sie platt. Falsches Spiel. Ist okay. Nein, Geld. Ich brauche einen Pilz. Ich brauche Heilung. Oh, frick. Los, zerstör sie. Sei wie ein wilder Slog. Dadurch. Weil was passiert eigentlich, wenn ich mir jetzt den Helm wegtatsche, so von wegen. Uhuhu. Ah. Okay, das ist lustig. Das hat was. Typ, hier bin ich. Mach sie platt. Uhuhu. Na komm. Na komm. Den da noch. Den musst du noch platt machen. Hallo, ich bin hier. Living on the edge, ne? Oh, so komme ich auch an den Edelstein ran. Ach, verstehe. Boom. Aber das war noch nicht alle Schlammschlurfer. Jetzt darf ich gar nicht sterben, ne? Ich hätte aber gerne wieder einen Pilz. Ah, das ist kein Pilz. Das ist der Tod. Ah. Komm, geh weg. Ah. Kann der da hoch? Okay, er kann nicht da hoch. Sehr gut. Puh, jetzt könnte ich direkt zum Stehen, aber ich muss alle Schlammschlurfer besiegen. Ist hier noch was? Nö, okay, jetzt muss ich auch richtig vorsichtig sein, ne? Naja, Vorsicht! Darin bin ich richtig gut. Tschüss. Und er ist in den Tod gestürzt. So. Ist hier echt nichts? Ne? Okay. Nur Schlammschlurfer? Okay. Ich kann die festhalten. Hey, Vögelchen! Verdammt. Nee, bleib dort. Der andere kann ich da herangehen? Ich nerv einfach die Vögel. Hallo! So, okay, einer ist jetzt platt. Ja, das geht doch ganz okay. Das ist aber eine richtig nervige Mission, though. Holy shit. Hallo, Vögel! Nein, Vögel! Ah, sehr gut. Jetzt muss ich aber selbst durch die Vögel durch, ohne mich umzubringen. Danke! Das war ja fast schon. Das Leben. Leben, bleib hier. Komm her. Danke. Okay. Puh. Ich war heute richtig spannend, Leute.
Nee, der Schlammschlurfer ist jetzt dort. Das finde ich aber nicht so toll. Nein, warte, ich will den ja nicht platt. Platt-touchen. Jetzt! Kann das sein, dass der Vogel wieder umgerutscht ist? Ich mach das auch so. Hallo, Vogel! Fast. Ich habe für den nicht unbedingt viele Chancen. Doch. Na! Boom! Danke, Kumpel. Ja! Okay. So, will hier noch jemand auftauchen? Nö? Gut. Aber hier tauchen jetzt noch die Sachen. Boom! Hier habe ich auch nicht viele Chancen. Aber... das klappt doch. Das stört. So, das waren jetzt aber bitte alle. Ah! Jo, ich glaube, das war jetzt echt... puh! Das war eigentlich gar nicht mal so... so schwer. Lang, langwierig. Warum habe ich eigentlich ganz komisches Zeugs auf meinen Touch-Dingsbums? Boom, Baby! So, jetzt haben wir noch Zeit für ein weiteres Level. Und es ist Kamex Mondscheinturm, wo wir alle Münzen sammeln müssen, die es gibt. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern. So, aber... das schreckt uns doch nicht. So, Kamex ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich kann ihn ja mal sehen. Okay, zuerst mal da hinten alles einsammeln, was es einzusammeln gibt. So. Hast du noch was? Nö. Das waren schon 70 Münzen? Puh. Nice. Kann ich den Zeug eigentlich... nee, das kann ich dann nicht auch halten. Okay. Aha, da sind noch Münzen. Bevor wir hinaufgehen... während wir auch noch diese Münzen da einsammeln. Ach, verdammt. Da hat er mich einfach getroffen. Eiskalt. So, 75. Du hältst mal die Füße still. So, nicht zu irgendwelchen coolen Songs abtanzen. Nee, einfach mal stillhalten. So, ich glaube nicht mal, dass ich alles einsammeln muss und halt nur... fast alles. Einfach 190, glaube ich, oder? Es waren doch 190 Münzen, oder? Mehr als 200 waren es nicht, das weiß ich. Ja, ja. So, könnte aber... nö. Ich vergesse immer, dass die Sachen hilfreich sein könnten, ne? Hoffentlich muss ich nicht auch direkt alle Piranha-Pflanzen abballern. Boah, 93 schon. Ah! Wow! Huhu. Ja, ja, living on the edge at its finest. Boah, das heißt mit richtig fetten Akzent, Alter. Ist da noch was? Nö. Living on the edge. Okay. Das ist... Pilz! Nö, es ist ein Schlüssel. Das ist ja dumm. Verschwinde Schlüssel. So. Oh, jetzt geht der Weg nochmal hoch. So, also die, ich muss natürlich voll aufpassen. Weil der Typ hat mir aus Versehen mal das Ding abgeballert. War da noch was? Nö. War nur meine... ach so, ich kann auch mit den Schultertasten drehen. Ja, das ist ja praktisch. Cool. Nein! Okay, aber ich muss die Taste gedrückt halten. Also die Taste. Wenn ich die gedrückt halte, macht das nicht unbedingt viel. Okay. Ich weiß nicht, ob beim Schlüssel auch noch Geld war. Aber ich nehme das Ding für den Fall der Holy. Alter, für den Fall der Fälle mit. Oh. Nein, lass mich doch einfach in Ruhe, du Typ. Und ihr könnt mich auch alle in Ruhe lassen. Und ich renne natürlich in die Pflanze rein. Okay, okay, Leute. Das war dumm. Aber in der nächsten Episode werden wir... kann ich hier noch was aktivieren? Werden wir das hier erfolgreich abschließen.
ohne solche dummen... Oh, Geld. Ohne solche dummen Fehler zu machen. Also, ich danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.